Franz Bernhard Weishaar war Kunsterzieher am Gymnasium und Professor für christliche Kunst an der Akademie der Bildenden Künste in München. Eine Leidenschaft begleitete ihn aber schon von Kindesbeinen an, die Heraldik, die Wappenkunde. So hatte er schon als Kind aus der Handtasche seiner Mutter sein eigenes Wappenbuch angefertigt. Wer also etwas über dieses Thema erfahren will, ist bei ihm richtig. Mein Vater hat mir gesagt, als ich vielleicht in den ersten Klassen der Volksschule war, wenn du etwas ganz Exaktes zeichnen willst, dann musst du Wappen zeichnen, denn die sind nach strengen Regeln. Das gilt zwar nicht für die Wappen der Bistümer, wie hier dem Wappen des Bistums Augsburg, denn da gibt es keine festen Regeln. Aber es gilt umso mehr für die Wappen der Bischöfe. Hier gibt es klare Gestaltungsprinzipien. Die Bischofswappen sind der Schild, das dahintergestellte Prozessionskreuz. Pfahlweise heißt es dann in der heraldischen Sprache. Und darüber in den meisten Regeln der Pastoralhut. Doppelstreifen im Wappen stehen für Weihbischöfe. Die Farben Rot-Silber gehören zum Bistum Augsburg und finden sich so auch im Wappen von allen Weihbischöfen. Neben den grundsätzlichen Gestaltungsvorgaben kommt der Symbolik besondere Bedeutung zu. Wichtig dabei der Wahlspruch und das Leben des jeweiligen Bischofs. Josef Grünwalds Wahlspruch heißt übersetzt, das Evangelium von der Gnade Gottes bezeugen. Das Lamm mit der Sonne im Hintergrund steht für Jesus und für Gerechtigkeit. Das Lamm Gottes wurde getauft von Johannes. In der Kirche St. Johann wurde Josef Grünwald getauft. Die Jakobsmuscheln stehen für Wallfahrt und Pilgerschaft. Grünwald ist Präses des Wallfahrervereins. So werden Lebensweg und geistliches Anliegen miteinander im Wappen verbunden. Besonders deutlich wird das bei Anton Losinger. Sein Wahlspruch: Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Bild dafür ist die Taube. Und dann noch? Bei Weihbischof Losinger, die aus seinem Studium hervorgegangen sind, eben die Gerechtigkeit, die Christus ja in der Bergpredigt in den 8 Seligkeiten aufzählt, die aber die Gerechtigkeit gegenüber den Menschen darstellt. Das jüngste Wappen, das Franz Bernhard Weishaar für das Bistum entworfen hat, gehört Weihbischof Wörner. Wir finden die Doppelstreifen eines Weihbischofs in den Augsburger Farben. 4 goldene Flammen stehen für die 4 Evangelisten. Die Farbe Blau steht für Treue und für Maria. Wörners Wahlspruch übersetzt: Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Keine Wappenregeln ohne Ausnahme. Als Bischof Konrad Staser von Görlitz nach Augsburg kam, veränderte er sein Wappen nicht. Daher fehlen seinem Wappen die Bistumsfarben. Professor Weishaar hat heute ausführlich unsere Fragen über die Wappen in unserem Bistum beantwortet. Dann erzählte er uns noch, was im Turm des Augsburger Doms gefunden worden ist. Aber das ist eine andere Geschichte.